Also, auf wie? Zum bösen, fiesen Drachen. Da unseren Leichenhaufen einsammeln. Und dann gucken wir weiter. Tong. Tong. Double Splash. Sehr schön. Ja, diese Giftteile sind doof, aber wir haben ja noch ein paar Bolzen. Das haut schon hin. Theoretisch können wir die, glaube ich, sogar ignorieren. Double Splash. Was war das? Pfeile. Schädel, was zur Hölle? Nee, nicht im Schädel, im Nacken. Sieht trotzdem sehr komisch aus. Da. So, Drache. Ja, hallo, Feuerdinger. Ich würde mal ganz gerne dich wechseln, dich benutzen. Dich benutzen. Auf Schild wechseln. Dich so ein bisschen anhauen. Und gechuck. Ja. Ja Gott. Drache, Drache, Drache war, glaube ich, vorne links von uns gesehen. Da in der Richtung. Eins, zwei. Und schuck. Weg, 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 weg. Ekliges Ding. Ja. Da unten ist Zeug. Du bist langsam. Nee, der Drache war nicht hier. Au. Uff. Ich habe einen Pfeil im Herz stecken. Ist okay. Ist okay. Wenn es aber nicht hier war. Wow. Muss es da irgendwo gewesen sein. Die Richtung? Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren. Kann das sein? Busch. Guck, guck. Eins, zwei, wechseln, kaputt. Und wegrollen. 400 Seelen jeweils. Boah, ist okay. Aber ist nicht so viel, dass ich wirklich Lust habe, mir die Mühe zu machen. Gib mir einen. Oh. Gib mir einen Drachen. Da ist der Drache. Und das. Au. Da ist auch unser Seelenhaufen. Der schläft wieder. Ja. Das trügt. Das trügt definitiv. Du da hinten kommst mir hinterher. Ja, tust du. Komm her. Nein. Oh oh. Ich wusste doch, ich habe da was gehört. Holt bitte ganz schnell. Jo. Danke, danke. Lauf, lauf. Seele haben wir schon mal wieder. Was zum Geier macht er da? Ich wurde verflucht. Aber der hat genau so einen Atem ausgestoßen wie diese glubschäugigen Dinger da. Au. Trink. Taka, taka, taka. Nein, nicht. Ja, giftig. Das kann ich jetzt nicht heilen, richtig? Ah, jetzt kann ich noch töten. So. Also, wir haben viele Seelen. Wir haben keine Möglichkeit, giftig zu heilen, außer es auslaufen zu lassen. Das heißt, ich töte jetzt einfach wahllos ein paar von denen hier. Sollte mich trotzdem zwischendurch heilen. Heilen. So. Lauf zurück zum Leuchtfeuer, mach nochmal einen Punkt in Belastung für schwarze Rüstung und so und dann gehen wir zur Phalanx. Und ich bin falsch hier. Ja, die Phalanx da unten. Ist mir übrigens ein sehr interessanter Boss. Also von der Optik her, was er macht. Da hinten ist auch noch Loot. Interessiert erstmal nicht. Wir wollen zum Leuchtfeuer. Was macht hier eigentlich so ein komisches Geräusch? Hört es sich an wie so ein Fleischhund. Hm. Naja, lauf. Lauf, 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 lauf. Genau. Aufsteigen. Kondition. Nochmal 1,5 mehr Belastung. So, haut das jetzt hin. Mit bitte, bitte dir. 49,6 von 100. Ja, das haut hin.
können Medium rollen mit zwei schwarzen Rüstungsteilen. Schön. Das hätte ein Doppelslash werden können. Weg, weg. Kriege ich wieder einen Pfeil in den Hals. Wollen wir Wetten abschließen? Nö. Aha, da kam der zweite Pfeil. Den habe ich schon wieder fast vergessen gehabt. Gas. Was? Au. Wart mal. Oh, das ist. Es war nicht Hals, das war eher Wange. Komm, schieß. So, du. Eins. Moment mal. Warum habe ich da gerade mehr Schaden gemacht? Oh, mal eine schwere Attacke und dann damit. Also zwei leichte scheinen die jetzt umzubringen. Obwohl ich bewusst nicht wirklich was verändert habe. Ah, das ist komisch. Stand bei der schwarzen Rüstung irgendwas dabei von wegen sehr tödlich oder so? Schrecklich schwer, ja. Dass sie kaum ein anderer außer Tarkus höchst selbst tragen kann. Sehr hohen Schutz, speziell bei Feuerangriffen. Ja. Nein, nein, nicht. Ich wollte das Schild hochheben. Genau so. Und ja, der Untotendrache. Der kam näher, hat so komisch geatmet und ist dann da stehen geblieben. Ich weiß nicht so wirklich, was das sollte. Und giftig. Gut, dann bleiben wir halt durchgehend giftig. Was soll's. Ist ja bloß ein lang anhaltender Debuff-Krummel. Sowas hat man bei Bosskämpfen immer gern. Weg, weg, weg. Ja. Oben ist noch einer, aber den wollen wir gar nicht. Heilung. Die Jungs haben einen Scheißjob da hinten. Den ganzen Tag lang an der Wand hängen. Oh. Ist näher rangekommen. Jetzt, wo er nah dran ist, kann er uns vielleicht nicht mehr instant killen? Ich guck mal. So, heilen. Auffrischen. Und hoffen, dass das Auffrischen genauso viel heilt, wie die Giftigkeit wegmacht. Hallo. Oh, warte, 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 warte. Wenn er wirklich verflucht, dann haben wir ein Problem, weil wir können den Fluch nicht brechen hier im Bild. Das heißt, wir nehmen dich mal raus. Kein Verlust bei Tod. Fluchlösung. Ring bricht. Fluchlösung? Wird von allen Flüchen befreit. Okay, den nehme ich. Gucken wir mal. Hallo du. Okay. Okay. Du, geh mal weg da. Heil. Die Auffrischung. Kommst du wirklich nicht näher ran, kann das sein? Du machst eine eklige Sapsche. Eklige Sapsche nach rechts. Was nach vorne? Darum? Mal hier ran. Au. Okay. Durch seltenen Ring gerettet. Der ist jetzt ganz weg, richtig? Der ist nicht irgendwie kaputt, der ist ganz weg. Seltene Ring der Opferung zerbrochen. Ja, zerbrochen gleich ganz kaputt. Zerbrochen gleich ganz kaputt.
Gut, dann. Warum können wir. Achso, anlegen müssen wir ihn, ja. Da. Verstärkt Fluchresistenz. Warum? Warum haben wir da gerade die Fluchanzeige bei uns auf dem Bildschirm? Alles sehr komisch. Okay. Check. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Atem und die Sapsche Fluch auslösend ist. Weswegen ich eigentlich gar nicht da rumalbern sollte. Hm? Ja, nee, komm. Mach das da weg, mach da so ein Hartsteuerring-Ding hin. Verstärkt Verteidigung, genau. Wenn wir bei der Phalanx nicht instant tot sind, dann ist gut. Und dann joggen wir hier durch. Lass uns diesmal hoffentlich nicht vergiften. Da. Hallo. Bye. Gehen wir zur Phalanx, gehen durch die Nebelwand und die dürften hoffentlich alle nicht hinterherkommen können. Kein Rumgealber mehr hier. Oh. Darum, darum. Hier runter, Fragezeichen? Oh. Es war doch da unten, oder? Kurzfristig irritiert. Ich bring mal hier runter. Lutz. Ritterseele. Die nehme ich mal mit. Aber es war nicht der geplante Weg. Na gut, wer geht schon gern geplante Wege, hm? Leute, die überleben wollen wahrscheinlich. Hallo Jungs. Ich habe eine ganz tolle Idee. Warum kann ich euch nicht anvisieren? Ah, wahrscheinlich genau deswegen. Ne? Naja, meine schönen Bolzen kriegt ihr jetzt nicht ab. Nicht, wenn ich nicht auf euch zielen kann. So, darunter springen wir wahrscheinlich tödlich. Kamst du gerade von da oben? Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich sehe keinen wirklich guten Weg. Schlagen überall Pfeile ein. Ist okay. Ist okay. Da ist bestimmt tödlich. Da kommen wir nicht hoch. Wir könnten an den Jungs da hochkraxeln. Das wäre irgendwie lustig. Und ich glaube, hier geht. Ein. Alle. Ja. Unsichtbare Wand. Ich mag keine unsichtbaren Wände. Absolut nicht. Hier kann ich bestimmt auch nicht rüberhopsen. Doch. Gar nicht. Okay. Ach, das sind die Ratten, die das Geräusch machen. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Das klingt echt nach einem Hund. Menschlichkeit? Ich habe drei Mensch... Was zur Hölle ist hier verkehrt? Ich habe drei Menschlichkeitspunkte. Weil ich Ratten töte, habe ich eine gute Chance, noch mehr Menschlichkeit zu bekommen. Hm. Ich hätte viel lieber große Scherben. Wo wir gerade beim Wünschkonzert wären. Jetzt gehe ich wieder hoch. Nein, ich... Hallo... Eigentlich dahin. Ich glaube, ich hätte unten bei den Ratten bleiben sollen. Aber ich gucke. Der kickt mich gleich runter. Ich gucke unten bei den Ratten weiter. Lauf, 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 lauf. So. Ratten. Geht's hier? Ja, hier geht's durch. Aber hier ist nur das. Das heißt, hier wäre normalerweise eine Sackgasse gewesen mit einer Kiste und einer verdächtig aussehenden Mauer, die ja aber nur eine verdächtig aussehende Mauer ist. So, könntest du bitte die Leiter runterklettern? Ich würde gerne hoch. Typ, bist du noch da? Nö, okay.
Lalalala. Oh nö, jetzt bin ich wieder hier. Ja, sie häufen sich langsam, die doofen Typen hier.